CR7. Drei Zeichen, ein Megastar. Cristiano Ronaldo kennt man auf der ganzen Welt. Egal bei welchem Verein er spielt, alles dreht sich um ihn. Auf dem Platz sprechen seine Rekorde für sich, doch auch neben dem Platz hat sich der Portugiese zu einer Weltmarke entwickelt. Hier kommt unser neues Format, Fußballer und ihre Imperien, die CR7-Version. 1 Milliarde Euro. So viel Umsatz soll Cristiano Ronaldo neben dem Platz generieren, und zwar auf verschiedenen Geschäftsfeldern. Schauen wir uns aber erstmal seine eigenen Einnahmen aus Gehältern und Werbedeals an. Hier lag Ronaldo in der Forbes-Liste für das Jahr 2022 auf Platz 3 der bestbezahlten Sportler der Welt. Hinter LeBron James und seinem ewigen Rivalen Leo Messi. Doch Ronaldo hat sich auch darüber hinaus ein regelrechtes Imperium aufgebaut. Schritt 1. Das Kürzel CR7. Schon 2008 hat sich der Offensivstar die Abkürzung offiziell als Marke eintragen lassen. Mit dieser vertreibt er hochwertige Produkte, Siegel Made in Portugal. Schritt 2. Gaming. Der Megastar war schon früh in diesem Bereich tätig. 2011 kam das iPhone-Spiel Heads Up with Cristiano auf den Markt. Es folgte das Spiel Cristiano Ronaldo Soccer Clash, mit dem der Karriereweg von Ronaldo beschritten werden kann. Schritt 3. Das Museum. Seit 2013 können Ronaldo-Fans in dessen Heimat Madeira die volle CR7-Experience genießen. Trophäen, Augmented Reality, Fanbriefe und vieles mehr. Schritt 4. Hotels und Restaurants. 2015 investierte Ronaldo mit Pestana ca. 37 Millionen Euro in den Bau von 5 CR7-Hotels in Lissabon, Madrid, New York, Marrakesch und Funchal. Weitere Hotels in Paris und Manchester befinden sich in Planung, auch wenn das in Manchester nicht mehr so beliebt sein dürfte. Doch damit nicht genug. Ronaldo hat sich neben Tennis-Megastar Rafael Nadal an der Restaurantkette Tatel beteiligt. Außerdem ist er Mitbesitzer von 2 Zeller-Restaurants in London und auf Ibiza. Schritt 5. Mode und Beauty. Ronaldo betreibt eine Reihe von Düften und die eigene Modelinie CR7 Denim, die neben Hosen und Hemden im Jeans-Design auch Unterwäsche hervorbringt. Dazu gibt es CR7 Schuhe sowie seit 2016 eine Kooperation mit einem Startup für Luxusdecken. 2019 wurde dann bekannt, dass CR7 ein Zentrum für Haartransplantationen in Madrid eröffnen will. Ronaldo hält 50% der Anteile. Mittlerweile gibt es weltweit 10 solcher Kliniken. CR7 besiegt also nicht nur Abwehrreihen, sondern auch Haarausfall. Schritt 6. Fitness. Dass Ronaldo selbst gut in Form ist, stellt er beim Torjubel häufig unter Beweis. Logisch, dass er sich in diesem Bereich betätigt. Unter dem Namen CR7 Crunch Fitness wurden anfangs 2 Studios in Madrid eröffnet, 2020 folgten 13 weitere. Schritt 7. Social Media und Werbedeals. Kein Mensch hat mehr Follower auf Instagram als Cristiano. Dazu kommen 162 Millionen auf Facebook und 107 Millionen auf Twitter. Für einen einzelnen Post kann Ronaldo über 1 Million Euro verlangen, Tendenz steigend. Dazu kommen die anfangs erwähnten zahlreichen Werbedeals. Der Vertrag mit Ausrüster Nike geht noch bis 2026. Trotz seiner 38 Jahre bleibt Ronaldo bei der jungen Generation unfassbar beliebt. Dazu kommen Kooperationen mit Tag Heuer und Clearman. Auch im Bereich Sportwetten ist der Portugiese vertreten. Seit seinem umstrittenen Wechsel zu Al Nassr ist die Marke CR7 auch im arabischen Raum so beliebt wie nie. Das Imperium von Cristiano Ronaldo. Es sucht im Fußball seinesgleichen.